Hallo. Ich wollte mich mal nur kurz nochmal melden. Und zwar, ja, mal so ein ruhiges Informationsvideo, sage ich mal. Wie es denn jetzt mit diesem Kanal weitergeht. Und zwar, hat man vielleicht bemerkt, dass in der letzten Zeit so ziemlich gar kein Video kam. Das liegt daran, ja, dass ich zwar viel aufgenommen hatte, aber sehr wenig Zeit hatte durch meine Arbeit und auch teils durchs Internet, wozu ich dann gleich komme, hatte ich weder Zeit noch Möglichkeit, das hochzuladen. Ich habe zum Beispiel sehr viele, wenn ich jetzt hier mal in den Ordner gucke, noch viele Videos da, zum Beispiel Pokémon Uranium. RimWorld habe ich noch, das wird allerdings, da komme ich dann gleich zu RimWorld. Dungeon Rushers habe ich jetzt aufgenommen, das kommt übrigens, das ist das einzigste Let's Play, was auf diesen Kanal täglich kommen wird. Was nicht im Stream gespielt wird, das wird so jeden Tag kommen. Ich habe auch Looter Kings habe ich noch Folgen, Stoneheart habe ich eine ganze Staffel aufgenommen. Hast du nicht gesehen? Haufenweise Zeug und noch ganz viele kleinere Videos. Spore zum Beispiel habe ich alles durch von Spore. Ja. Was muss ich mal überlegen? Und das würde ich dann vielleicht irgendwann so nach und nach, würde ich das dann entweder auf Twitch raushauen oder auf YouTube. So. Was gibt's noch? Was gibt's noch zu sagen? Ja, Skyrim erstmal. Skyrim, das ist zu viel. Das sind über 50 Folgen oder so. Wenn überhaupt, wenn nicht noch mehr, die da zu viel sind. Also beziehungsweise die noch fehlen. Und die werde ich, und das sage ich am Ende des Videos nochmal, am Montag, den 3. Oktober, ja, also diesen Montag, ne, werde ich die raushauen. Wenn ich das alles raushauen und ich werde das alles in eine Playlist packen. Also alles drauf. Ja. Und ja. Also schützt eure Alpobox und hast du nicht gesehen. Gibt so viel, was ich sagen will, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Ich weiß nicht, ich könnte ja mal in die Kommentare schreiben, was ich mit den anderen Let's Plays machen soll. Soll ich die auch auf einen Punkt raushauen irgendwann? Oder eher nicht so? Oder sagt man da eher, behalt die, will doch eh keiner sehen, den Dreck. Ja, hat man sicherlich auch recht. Aber ja. Was wollte ich noch? Ach ja, warum keine Videos kamen? Videos kamen deswegen keine, weil. Ich habe die, also ich arbeite ja 12 bis 16 Stunden am Tag. Und ja, da bleibt natürlich nicht so viel Zeit zum Aufnehmen oder so. Ich habe halt über die letzten Monate habe ich halt immer wieder was aufgenommen. Also zum Beispiel Skyrim oder sowas, was jetzt zum Beispiel im Hintergrund läuft, was ich auch ein bisschen leiser machen mal hier. So, und ja. Ja, ich habe halt viel aufgenommen und als ich das immer raushauen wollte, dachte sich meine Internetgesellschaft, nö. Und da brach auf einmal das Internet ab, wurde gedrosselt, aus irgendwelchen Gründen. Also zum Beispiel letzten Monat wurde hier vorne an meiner Straße wurde gebaut und da hatte ich so gut wie fast gar kein Internet. Und ja, der zweite Grund ist, dass ich derzeit sehr unzufrieden mit einem bin, generell Internetgesellschaft und wie es auf meinem Twitch-Kanal aussieht. Also ich werde morgen nochmal so normal RimWorld spielen und dann ab Dienstag ist dann der nächste Stream und ab Dienstag ist dann hoffentlich, wenn es klappt, alles aufgebaut. Heißt, neues Setting mit Greenscreen bzw. Bluescreen im Hintergrund, mit irgendwelchen Spielereien dann noch, werden sehen. Wie das alles wird. Ich hoffe, ich kriege das alles hin bis Dienstag.
Ja. Und ja, heute am Samstag erstmal Stream. Um 15 Uhr. Fangen wir mal an. 15 Uhr Stream. Und was gibt's sonst noch zu sagen? Stream, ne? Aufgenommen. Ich hätte mir vielleicht vorher eine Liste machen sollen, das ist relativ spontan hier. Ein was noch. Ich möchte YouTube in Zukunft als Plattform nutzen, wo ich Stream-Videos hochladen. Also so Highlights vom Stream, so Best-of oder sowas. Oder wenn ich mal was privat zocke oder sowas und es zufällig auch so Finger auf der Aufnahmetaste habe. Und da vielleicht was Lustiges passiert oder sowas, dann schneide ich das so mit rein. Da kommt das da auch auf YouTube, aber sonst passiert da nicht mehr wirklich viel auf dem Kanal. Außer, dass jetzt halt Dungeon Rushers fortgesetzt wird. Bis zum Erbrechen. Da habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Folgen. Ja, 7 Folgen. wird aber noch weiter, weil das Spiel ist einfach nur so geil. Ja, das war's. Am Montag, 3. Oktober, für die Abo-Box-Folge klatscht und die Musik ist jetzt zu Ende. Und das Video auch. Ja, so. Sonst alles würde ich mich mehr auf Twitch konzentrieren wollen. Weil ich so der Meinung bin, dass Twitch so in die mehr, ich sag mal, in die benutzerfreundlichere Richtung geht. Jetzt mit dem Amazon Prime und so weiter. Dass da, wer es nicht mitgekriegt hat, Amazon Prime. Also wenn man Amazon Prime Kunde ist, kann man das sozusagen mit seinem Twitch-Account verbinden und kann dann einen Sub kostenlos sich da aussuchen, wen man da subbt und das, ja. Ja. Soweit nur so die Theorie. Aber wie gesagt, das ist halt, es geht halt mehr so ins Benutzerfreundlichere rein, was ich bei YouTube wegen dieser, wie war das irgendwie, es wird nichts mehr monetarisiert, was irgendwie, keine Ahnung, Blut, Gewalt und Gewaltausdrücke und Kraftausdrücke enthält oder sowas. Gab's große Diskussionen hier mit PewDiePie und Hau mich tot und Gronkh jetzt auch und ach, es soll gar nicht Thema sein. Also Punkt ist, es wird mehr auf Twitch passieren als hier in diesem Channel. Hier auf diesem Ding. Hier kommen dann nur noch später neben dem Dungeon Rushers Let's Play, was jetzt derzeit läuft. Ne? Kommt dann witzige Dinge. Ich habe noch ein paar witzige Dinge übrigens auf Platte, also es reißt nicht ab. Glaub mir. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und habt einen schönen Abend.